So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Harrow Siege. Wir gehen weiter in die Arena und ich habe hier zwei Charaktere mal ein bisschen gespielt, um ein bisschen besser zu sein. Und ich bin recht weit gekommen mit dem Samurai, der ist nämlich recht stark, aber er ist ein bisschen langweilig. Also die ganze Zeit immer die Attacken einsetzen und im Nahkampf nicht so gut kämpfen können, ist ein bisschen blöd. Der Necromancer gefällt mir schon viel besser, aber am Anfang ist er auch ein bisschen blöd. Muss ich noch schauen, ein paar Level machen, so bis zu Level 12, dann ist er besser. Aber wir werden ja den Marksman weiter spielen. Und zwar Gamepad, so. Okay. Talente können wir noch Ich frage mich, ob ich hier... Den habe ich noch nicht. Okay. So, wir sind hier noch in der dritten, vierten Ebene. Ich hoffe, ich schaffe es. Ah, fliegen. Ja, da kommt ein Skelett raus. Aber sind ja relativ genug stark eben mit den Türmen und den Fähigkeiten, weil wir die schon alle haben. Durch irgendeinen Schatz, wo wir gefunden haben. Oder Trank. Was ist das, was der schießt? Eine Schildkrötenpanzer, okay. Da ist mal Speed, gut, sehr schön. Tür öffnen, nur Ding drin, Geld drin. Okay. Nein, das möchte ich nicht. Ich werde jetzt mal ein bisschen leveln wieder. Helf. Und hier... Wir brauchen unbedingt mehr Geld, mehr Leben. So ein bisschen taktisch abhauen. Ja, genau. Unsichtbarer Schuss. So, die Kiste zerstören hier. Und das ist Health Increased. Sehr schön. Ich denke, das ist ein bisschen limitiert. Also, dass es nicht immer so hoch viel Leben gibt, sonst wäre es zu OP. Aber das hilft uns schon viel weiter hier. Die Vibration, also die sind schon recht hart. Controller-Rüttler. Armory Crested, sehr schön. Also die Tränke helfen uns schon viel weiter hier. So. Sehr schön. Die kann man nicht kaputt machen. Oh. Aufpassen auf diese, die sind sehr stark. Machen sehr viel Schaden. Oh, hier ist eine Doomflate Fast Attacks, sehr schön. Und Strange ist auch erhöht. Was wollte ich sagen? Kristallkiste, genau, ist es. So, dann besiegt man die Gegner hier. Ach, wieso müssen jetzt überall so Stachelteile sein? Okay, die machen den gar keinen Schaden. Nur mich wahrscheinlich. So. Barrikadieren wir uns hier mal ein bisschen. Eine Falle könnten wir auch noch schießen.
So. Wo sind jetzt die Gegner? Ah, jetzt kommen sie wieder. Haben wir Schaden gemacht. Ah, wir sind so geil stark. Wir sind dann sogar noch stärker als der Samurai. Also jetzt schon stärker als der Samurai. Wir machen einfach mal im ersten... Nein, im zweiten Mal, glaube ich, oder? Ding, die erste Map oder sowas. Die erste, also der zweite Versuch im ersten Kapitel. Das ist schon geil. Aber das Spiel macht auch riesen Spaß. Das Spiel ist besser als Binding of Isaac, oder was? Scheint so, also es macht richtig viel Spaß. Zwar ist es noch ein bisschen unbalanciert, eben weil ich so OP bin durch die Fähigkeiten, die ich alle schon auf 2 bekommen habe. Aber, ja, wenn ihr nicht so stark seid, dann ist es ganz anders. Auch nicht den, bitte. Und das sollte ein Boss gewesen sein. Oh je. Was ist jetzt? Wieso sterbe ich? Was? Ein unsichtbarer Laser? Oh, toll. Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Wie kann ein unsichtbar... Hey! Habt ihr den gesehen? Der war unsichtbar. Das ist doch unfair. Klar ist es. Okay, ich hätte vielleicht nicht rechts herum müssen, aber... Ja, kann ich doch nichts wissen, wenn der Laser mich verfolgt. Oh, schade. Okay, neuen Start. Können wir noch ein bisschen leveln. So. Leider müssen wir immer wieder neu anfangen. Es ist ja ein Rock-like-Spiel. Aber es macht auch Spaß. Also ist ja nicht so, als würde das Spiel langweilig werden oder so. Nach mehreren Starts. Wann kann ich das nehmen? Ab Level 12. Und ich bin Level 11. Sehr schön. Dann haben wir... bald bessere Türme. Jetzt ist es halt wieder leichter, aber ja, machen wir nichts draus. Machen wir dann einen neuen Charakter, wenn es dann zu leicht wird. Aber ich denke, es wird nicht zu leicht, es kommen ja noch so viele Kapitel. Müssen nur ein bisschen ja, die Gegner schaffen und die Bosse nicht so unfair werden und verbuggt, aber ich denke, wir kommen wieder so weit, wenn nicht weiter. So, aber richtig geiles Spiel. Das macht Spaß, auch wenn es ein Arena-Spiel ist. Ich mag nicht so gerne Arena-Spiele. Es ist trotzdem auch sehr spannend und ja, man hat immer etwas zu tun. Immer ein bisschen Angst zu sterben. So, Gegner, wo seid ihr? Mal ein bisschen überspringen. Springen, dann geht es ein bisschen schneller, sind wir schnell wieder oben. Das ist nicht so gut platziert. So.
has heard out no time. Weiter. So, ab jetzt suche ich wieder ein bisschen Stärke, Ding. Also diese Laser und andere Sachen töten mich eigentlich fast nichts gerade, wenn ich nicht blöd spiele. Deshalb werde ich ein bisschen auf Stärke machen, weil ich auch ein bisschen selber Schaden machen will, weil die Türme schon so OP sind. OP-Türme! OP-Türme! Also entwickel, hier habt ihr noch ein bisschen zu machen, die Türme sind zu OP. Vor allem mit diesem Ding, den ich habe, mit dem Boni. Also, schreibt in die Kommentare, was ich für einen Charakter als nächstes spielen soll. Und, jo. Und nicht allzu stark ist hoffentlich und nicht allzu schwach. Okay, das ist dann recht. Den ist Joe tot. Das war schwer zum. Also schwer nicht, aber ich bin reingelaufen. Ah, das. Das vibriert. So, was ist das? Ein besserer. Hm. Oh, Kisten. Poison Touch. Ja, Swiftness Grasset. Strange. Swiftness brauche ich ja nicht. Ah, die grünen, okay. Und sonst nichts. Hm. Nächste Arena. So, greift mal da drüben an, genau. Ah, ich sollte nicht in die Flugbahn des fast versteckten Ding gehen. It weren't so dangerous. Just piss me off is all. Was der quasselt. Welchen Offizier willst du heimschicken? Sag mal. Oh, hier gehabt Zebra Gold. Sehr schön. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie man für was man das Geld braucht. Man braucht es für einen Laden, der zufällig in diesen Krypten kommt. Aber die sind so selten. Das ist ein bisschen blöd. So, hier unten. Was war's? Es hat so wenig irgendwie manchmal in den Arenen. Ja, zum Beispiel hier. Noch ein Bone Leer. Oder Bone Leer. Was sind das? Also diese Verzauberungen nerven manchmal richtig. Vor allem der Laser, der ist viel zu stark. Und die Laser verzaubert sind die Gegner. Und heilen kann ich mich immer noch nicht. Oh, schön. Eine Waffe. Die besser ist. So. Mal kurz schauen. Ja. Ja, schon recht gut ausgerüstet. So. Ja, danke, ey. Lass mich in Ruhe, bitte. So. Nochmals leveln. Jetzt den Schaden. Und jetzt hier skillen, unbedingt.
Gold verzaubert. Oh, da hat viel Leben. Mal ein bisschen den killen hier. Nicht laser, nicht laser. Wie viel Leben hat der? 75.000 hat er noch. Der wurde irgendwie ein bisschen verstärkt, aber durch was wurde er verstärkt? Ist der Cold immun oder so und hat irgendeinen Cold-Schaden bekommen? Da hat er über 142 Leben. 142.000. Jetzt ist er vergiftet, das ist gut. Ich glaube, das kommt durch mein Gift-Ding, das ich im letzten Level bekommen habe. So, irgendwann ist er tot. Boom! Okay, wenig Schaden. Der ist irgendwie ein bisschen verwirrt. Wenn er so herumtorkelt. Komm mal ein bisschen näher, damit die Dinge treffen. Sehr schön. Ich gehe oben durch. So. Noch nur 10,6. Ja, bald ist er tot. Das ist so ein... Oh. Das ist noch ein Gegner. Schlecht. Discard. So sind die Gegner oben rechts. Oben links. Ah, da kommt einer. Armor, sehr schön. Also eben, es gibt negative Tränke auch, da muss man schauen, ausprobieren. Die wässern sich wahrscheinlich wie bei Binding of Isaac die ganze Zeit nach einem neuen Spiel, aber im gleichen Spiel ist es gleich. So, was haben wir hier oben noch? Jetzt Stamina, sehr schön. Und hier? Strange the Crest, oh je. Aber wir haben ja die Türme. Und Leben haben wir leider auch nicht gerade viel. Es gibt fast keine Tränke, also solche Heilkugeln wie da drüben. Die holen wir kurz, bevor wir dann noch sterben. Ja, da müsst ihr auch Ding aufpassen, dass ihr nicht zu viel Leben verliert auf längere Zeit und nichts findet. Oh, sehr schön. Noch ein besserer Bogen. So. Gut. Gegner. Da ist noch ein Wurmchen-Wimmchen. Sodele. Ja. Machen wir noch ein bisschen weiter. Mir macht es gerade Spaß. Mache ich einen längeren Part. So nicht. So. 2, 1, 0. Wave 2. Gegner kommen von hier oben. Die haben so eine riesige Reichweite, die können so früh schießen. Okay, ist auch gut so. Aber ein bisschen unfair. Für Nahkämpfer vor allem. Für Fernkämpfer ist es gut, dass sie so weit schießen können, damit man auch eine Herausforderung hat. Aber für Nahkämpfer ist es immer mühsam, die Dinge ausweichen, bevor man angreifen kann. So. Ah, jetzt kommt schon der
Oh Mann, das ist ja Wahnsinn. Du hast jetzt hoffentlich keinen Laser, der unsichtbar ist. Also hier ist nichts. Was ist das für ein Kristall? Plus 80. Ah, das sind die Kristalle zum Kaufen. Sehr schön. Weil er besser aussieht, nehmen wir den. Und ein Donnerschwert. Lightning Enchant. Sehr schön. So. Ich hoffe, der Part ist noch nicht zu kurz. Sehe gerade nicht. Ich habe ihn vergessen einzustellen. Aber ich denke schon, dass jetzt... Schau mal nachher gerade. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss. So, ich mache noch ein bisschen drauf. Sonst ist der Part zu kurz. Geht doch nicht so schnell durch. Aber mich hat es gewundert, dass ich jetzt gerade nicht den Timer eingeschaltet habe. Wahrscheinlich wollte ich zu schnell wieder einen neuen Part. So, jetzt sind wir wieder auf den Ecken. Ecken und Werwölfchen. Ackerboom sind wir jetzt. Voll der Halloween-Acker. So. Full Health. Okay, bringt uns nicht so viel. Strange, auch wieder nach oben. So. Oh, wir schießen bitte. Eine Krypta ist offen. Sollen wir dort rein? Eine habe ich schon abgeschlossen, also eine Krypta habe ich geschafft mit dem anderen Charakter. Mit dem habe ich, glaube ich, noch nicht alle geschafft. Oh, da kommt ein großer. Nein, 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 nein. Gut. Boah. Was ist denn das für ein fettes Teil gewesen? Swiftness. Blaues Swiftness, okay. Einen besseren Helm. Den nehme ich natürlich. So. Wo ist die Krypta? Komm schnell, irgendwo muss die Krypta sein. Strange Down, okay. Wie kann man denn wieder raus? Ah, da ist die Krypta, 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 Krypta. Oh, eine. Oh, das ist. Das ist nicht so gut. Okay, nicht so schwer. Was ist jetzt hier? Was ist hier? Es ist wieder etwas unsichtbar. Ah. Oh. Schade. So, ich werde euch jetzt mal kurz noch einen anderen Ding zeigen an dem nächsten Part. Ich zeige euch kurz ein bisschen den Necromancer. So, der Necromancer, der hat die Untoten. Das ist... Ab 10 Punkte eine extra Hand. Nein, ist nicht wahr. So, ja, der hat eben diese Ding von diesen Krypten. So. Noch ein Skelett. Noch ein Skelett, 3 kann ich, glaube ich, beschwören, oder kann ich noch mehr? Nö.
So, wohin gehst du? Geht die Skelette? Die sind leider ein bisschen störrisch, aber sie können nicht allzu weit weg von uns. Ach man, tötet doch meine Ding nicht. Meine Skelette werden schon umgebracht. Ah, oh, Skelett, hör auf. So. Ja, die muss man noch stärken, die halten so ein Ding nicht aus. Pfeil, wo vom hinkommen. So. Ich werde hier noch ein bisschen Stärke machen. Also jetzt einmal ein bisschen Stärke. Und hier Summon Mastery. So. Er ist drüber mich gesprungen. Oh nein, ich bin voll rein. Okay. Ich dachte, es wäre ein anderer Schuss gewesen. Aber sie ist ja Gift gewesen. So. Okay, hier sind noch ein paar Champions. Wieso kommen so viele Champions? Gut, Combo. Oh, neuer Ding. Sehr schön. Dann mach ich kurz aus. Eine Hut. Cap. Weg. Krypta. Gehen wir jetzt nicht rein. Noch ein Boss. Sehr schön. Danke. Auch wenn es ein Schwert war. Nochmals leveln und jetzt nehmen wir Health. Und hier. Was haben wir sonst noch? Poison Nova? Fleischbombe. Skelettenmagier ab Level 12. Ein Rockgolem. Okay. Da wir sowieso hier runter müssen zum Rockgolem, ziehen wir das Skin. Skelette müssen jetzt nicht unbedingt noch schon stärker werden. Dann nächstes Mal wieder. Nächstes Level. Ja, wird wahrscheinlich wieder sehr OP sein. Vielleicht spiele ich mal den Dingmager. Den Krieger mit den zwei Waffen. Alles dazu ist besser, hä? Schade. Ich mach mal Vibrationen aus, sonst tut mir mal bald noch die Hand weh. So, ich muss bald den Part beenden. Ich möchte kurz noch den Ding machen. Und hier schaut ich aus. So. Blablabla. Der wieder. Voll das Hirn. Der ist eigentlich immer relativ leicht. Wir haben gar nicht gesehen, wie er aussieht, aber es ist so ein Gehirnart. Klar, nehme ich. Sehen wir so viele Kisten. Minisekt. Und wo ist das Minisekt? Ah, hinter mir. Gut. Damage Boost. So. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder vielleicht. Oder? Komm schon. Nein. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nächster Part.